Hallo Leute, und das sind wir bei Final Fantasy 8. Und im letzten Part haben wir die Hexe ihre Rede hören lassen und haben dann den Ohr von zwei sehr komischen Viechern gerettet, die nicht gerade stark waren. Die haben wir mit einem Brothers und wir haben uns vorher noch die GF Kabunku geholt. Und jetzt sind wir wieder zu dritt. Gut, dann gehen wir wieder zurück auf unseren Posten. Denn die Falltür haben wir vollkommen unauffällig offen gelassen. Die geheime Falltür. Falltür? Kann man das überhaupt Falltür nennen? Okay, aber jetzt kann Irvine sich an seine Mission machen und sein Snipergewehr hier nehmen. Ja. Hier nehmen. Irvine Kinias, dein Auftritt. Auftritt für den Cowboy. Der wird das Ding schon schaukeln. Wie er gesagt hat, er hat noch nie daneben geschossen, also wird er das schon schaffen. Warum ist er plötzlich so still? Verstehe, er will sich konzentrieren. Der einsame Schütze. Von hier aus hört man nichts. Was ist mit der Parade? Siffer, du lebst also noch. Rinoa. Siffer lebt. Er marschiert zusammen mit der Hexe. Was hat das zu bedeuten? Weiß ich's? Wenn ich mit der Hexe in einen direkten Kampf verwickelt werde, muss ich dann auch gegen Siffer kämpfen? Ein Sith kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Es könnte passieren, dass ich sie für eigenhändig töte. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So etwas ist doch normal bei euch. Mhm. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern? Hängt alles von Irvine ab. Das kann doch nicht. Hat der Typ Angst? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Och, Scheiße. Oh, und das jetzt, ey. In so einer wichtigen Situation steigt der Typ aus. Okay, jetzt haben wir aber. Jetzt können wir aber die GFs umkoppeln. Okay, Squall, du gibst Sian Quistis, Quill, Xeldosh mit Irvine und Trinor mit Selfie. Ja, das sollte reichen. Nochmal nachschauen. Wieso? Optimal Stärke. Optimal Stärke. Und optimal Stärke. Warum? Sie haben ja alle. Haben sie nicht alle Zauber auch mit getauscht? Wünschelrote brauchen wir im Moment nicht. Also. Nein, Magie plus 20% brauchen wir aber im Moment auch nicht wirklich. Halte ich lieber die Wünschelrote drin. Sind wir Stärke plus 40 und plus 20% und bei Selfie Körper und Geist plus 20%. Gut, das ist gut, gut, gut. Gut, nur ein Zelt vor zum Fenster rausgeschmissen, das war alles. Gut, gut, gut. Das. Da kommen wir auch raus. Kommen wir darauf? Nein, kommen wir nicht. Dann gehen wir zuerst mal hier lang. Meine Leiter, aber kann ich. Ah, die fällt sowieso um. Das heißt, ich denke, ich muss hier rüber. Und da lang. Um etwas zu erreichen. Ja, da drüben wäre nichts gewesen. Hier haben wir noch einen Drohbunk mit Medica. Interessant. Quiz, ich soll das gleich mal ziehen. 6 Mal Medica gezogen. Okay, hier gibt's.
Anscheinend nicht. Oder kommen wir da hoch? Oder geht's hier weiter? Nö. Dann schauen wir noch mal auf der anderen Seite, ob es da nicht doch weitergeht. Und da kommt schon der erste Gegner. Oh mein Gott, nein. Ich hasse Gegner. Oh mein Gott, es sind drei Fledermäuse. Ein Überraschungsangriff auch noch. Von uns, also. Angriff. Boom, boom. Kaputt. Ja, wenigstens ist jede Fledermaus mit einem Schlag tot. Und der Kampf ist gewonnen. Einmal durchstrecken. Ja, ich hoffe, ich kann vor dem Kampf mit der Hexe nochmal die Gelbs und so alles schön koppeln, damit ich wieder die richtigen Gelbs haben, die auch dann gegen die Hexe kämpfen. Und gegen Sifa. Oh mein Gott. Falls es da jetzt kommt. Aber es scheint im Moment. Schaut es aus. Und ich habe die Schatten nicht getroffen. Xel, you fail! Du aber auch! Hilf das Viech doch! Los, ausgepeitscht! Und das war's mit dem Viech. Herzschmerz. Was hat es jetzt vor? Oh. Ja, eine stärkere Technik von ihm. Gut, Xel, du schaffst das! Und er trifft nicht, so ein Trottel. Los, Selfie, du kannst das! Kabooms! Getroffen, aber noch nicht tot. Boah, bist du stark, Schatten. Und los, peitschen. Und auch nicht getroffen. Los, Xel. Mann, alle zu dumm zum Treffen, ey. Sag's heute. Blauer Zauber, Laserauge. Okay, Laserauge. Ihr seht das, Laserauge. Augenlaser. Ja, ziemlich schwach. Aber was soll man machen? Mann, der Schatten geht mir am Zeiger mit seiner Ausweichreihe. Und jetzt peitsche ich tot. Gut. Gut. Der Schatten ist tot. Stirb schneller. Und ja, wir freuen uns. Besonders Selfie. Und Level Up für Xel und Christus. Und Shiva, Ifrit, Siren, Brothers. Okay, weiter. Dann schauen wir hier nochmal lang. Denn vielleicht geht's ja hier weiter was. Geht's ja hier irgendwie weiter. Oder kommen wir hoch und da können wir sogar rein. Mal schauen, was es hier gibt. Ob wir hier irgendwas machen können. Ja, hier geht's noch mal weiter. Komm hier rein. Ja, und da rein. Ein Labyrinth, diese Kanalisation hier. Und die Ealing City. Den Drohpunkt will ich mir selber nicht holen. Kein Bock. Aber hier können wir rauf. Hier können wir rauf. Ja, sehr schön. Und können wir da rüber? Und da können wir wieder runter, denke ich. Das wollen wir auch, denke ich. Dann schauen, können wir hier rein? Wollen wir hier rein? Oder wollen wir da hinten rein? Nein, geht nicht. Aber hier können wir sicher rein. Ja. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir hier. Und hüpfen da runter. Warten wir, bis alle drei wieder runter sind. Sehr schön. Und ich will darüber. Da geht's nicht lang. Da auch nicht. Also, wieder da lang. Wo auch immer und wo auch immer wir hier rauskommen. Und hepp. Tipp und hepp. Ja, und das mit Raten müssen wieder da lang. Nein, nicht einmal. Wie lang? Ja, auch nicht. Verdammt. Mal raufkommen, wir kommen auch nicht mehr. Irgendwo muss. Ah, geht doch. Geht doch. Jetzt muss es aber irgendwo bald mal rausgehen.
Mal schauen. Und hier lang. Und was soll das jetzt? Keine Ahnung. Ich habe mich nämlich nicht bewegt. Trotzdem greifen mich drei Fledermäuse. Okay, es sind nur drei Fledermäuse, die sind schnell besiegt. Wenn jeder einmal angreift, sind die Fledermäuse tot. Aber die Fledermäuse müssen wieder angreifen, ja. Booms. Erste Fledermaus tot, zweite Fledermaus tot. Und ausgepeitscht, die dritte auch noch tot. Und wir freuen uns, ja, hier. Und sie fährt einen ganz kurzen Rock an. Ein Kleid oder wie auch immer man es nennen will. Auf jeden Fall. Viel von ihren Beinen verdeckt ist nicht. Wo sind wir hier jetzt? Okay, ich glaube, ich will hier rauf. Und dadurch. Dann danach hinten. Ich will hier irgendwo auf die andere Seite rüber. So viel ist mir klar. Oder auch nicht. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Deswegen speichere ich hier auch. Falls wieder mal wieder schief laufen soll. Schauen wir mal, wo sind wir jetzt? Eden City Triumphbogen. Cool. Wir sind wieder dort, wo wir hin wollten. Ja, das ist natürlich gut. Gut. Nach oben geht dann wieder. Geht dann wieder weiter nach oben. Na klar, das Selfie ganz unten klettert. Könnte ja, ja jeder unterm Rock gucken. Bin ich nachgeklettert. Und genau hier müssen wir her. Puh, gerade noch geschafft. Dann schauen wir mal aus dem Fenster raus. Selfie willst du nicht? Und 19 Uhr, 20 Uhr! Und die Spieluhr fährt sich aus. Und da kommt sie, die Hexe. Gleich nach den schwulen Typen mit ihren komischen Rücken. Noch einen Moment, ganz kurz noch. Jetzt oder nie, der Schalter, los! Triumphbogen runterfahren! Tür schließen! Kaputt! Ah, mein Kinnis! Nein, ich kann nicht. Sorry. Immer wenn es drauf ankommt. Herum, aber nicht auf cool machen. Das hat alles nichts gebracht. Schieß jetzt! Meine Kugel wird die Hexe töten. Das ist ein historischer Moment. Das wird Gabadia, nein, die gesamte Welt verändern. Wenn ich nur daran denke. Hör auf zu labern, schieß! Ich kann nicht! Nur mit der Ruhe, Urban Kinnis. Wir warten alle auf dich. Egal ob du triffst oder nicht, überlass uns den Rest. Du gibst nur das Zeichen, wir warten auf deinen Startschuss. Ein Startschuss? Genau, Urban Kinnis. Alles klar? Nur ein Zeichen.
Schieß, du schaffst es. Scheiße! Sorry. Nein, es war gut gezielt. Überlass den Rest mir. Ich werde zur Hexe vorstellen. Erwin, Renoir, macht euch bereit. Wir sollen uns bereit machen. Truppe! Erwin, tauscht wieder mit Xel. Quistis, tauscht mit Skmall. Und Renoir, tauscht mit Selfie. Und dann nochmal sicher zu gehen. Wir wissen ja vom letzten Mal. Optimal, stärker. Optimal, stärker. Und optimal, stärker. Gut, alles ist gekoppelt. So wie wir es wollen. Zelt können wir keins benutzen. Egal. Wohin? Gehen wir. Alles klar, Renoir? Und raus mit der Gunblade, ja, und Schlitz, ja, die geile Karre, ja, geil, und Anführungszeichen. Ey, hat's wohl, hast du überhaupt einen Führerschein? Und wo sind die anderen beiden? Wo sind Erwin und Renoir? Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, wo sind die beiden? Und da ist sie fahr. Und schaut hier an die Hexe. Oh, ich liebe diese Zwischensequenzen, die sind so schön detailreich für die PlayStation 1. Grafik ziemlich gut. Ich habe jetzt einen neuen Job. Als Sklave der Hexe? Nein, als Hexenritter. Ja, Typ, du bist cool. Davon habe ich schon immer geträumt. Oh mein Gott! Nein! Gegen wen müssen wir jetzt kämpfen? Sifa oder gegen die Hexe? Gegen Sifa! Alleine mit Squall! Verdammte Scheiße! Komm nur, Squall! Okay, ich komm schon! Kaputz! Verdammt, das ist nicht... Warum bin ich so schwach? Gute Frage, warum bin ich so schwach? Ich hätte das ausrüsten sollen mit den Stärke-Boost-Kopplungen. Nicht schlecht. Na, ich glaube, das ist einfach nur, weil Sifa so stark ist. Okay, der Typ ist nicht stark. Ich nehme alles zurück. Stirb! Ja, das war schon mit dem Typ. Ich habe abgelost. Der Typ ist schwach. Mit 3 Angriffen war er tot. So ein Loser. Ich habe 3-mal normal angegriffen. So ein Loser. Die Hexe hätte sich besseren Ritter suchen müssen. Du bist schwach geworden, Sifa. Du bist ein Seed. Samen. Gesät auf faulem Grund. Ach du Scheiße. Jetzt nicht sagen, ich muss jetzt alleine gegen die Hexe kämpfen. Du musst mich verarschen spielen. Okay, allein gegen die Hexe. Ah, doch nicht. Mit dir kann ich kämpfen. Ich kämpfe mit. Ich muss das gut machen. Nein, Erwin, du hast getroffen. Die Hexe hat nur einen Seed. Samen des Unheils. Oh mein Gott, sie kann Blitzka. Renoir? Renoir, du weißt, was du zu tun hast. Ja, Renoir weiß, was sie zu tun hat. Ich fange mal an mit Renoir. Geh! Karbunkel! Ah, sie ist eine Hexe. Also, folglich, was macht die Hexe? Ja. Sie zaubert. Und, dass sie uns mächtige Zauber draufballert, wollen wir verhindern. Oh, was ziehen wir denn Schönes? Anti-Z, mal 3. Nicht schlecht, der Zauber.
Machen wir nicht, greifen wir wieder nochmal an. Was haben wir noch bei der Hitze? Engel. Holen wir uns noch ein paar. Und Kabooms! Voll abgeballert. Gegambladet. Man zieht sich noch ein paar Engel. Und Rubinenglanz. Und schaut ihn noch an. Jetzt kommt gleich der süße Karfunkel. Man schaut, ist der nicht süß? Und er zaubert uns eine Barriere. Und ich habe ganz vergessen, diese Scheißhexe kann Antizept. Mist. Das heißt, das war eigentlich so gut wie umsonst. Ja, sie kann ihn nur auf einen Antizept zaubern. Das heißt, sie ist jetzt für... Ich weiß nicht, ob sie jetzt benutzt, dreimal hintereinander. Aber sie ist jedenfalls mindestens für eine Runde lahmgelenkt. Booms! Was Renoir greift auch an. Nicht so stark, aber egal. Astralfrost? Mann, was war das für ein Scheiß? Was war das für ein Furz? Ja, ich darf Furz sagen da. In dem Fall, weil der Angriff war ja wirklich scheiße. Und Renoir lagert ein paar Engel. Denn das ist gut für ihre Kopplung. Die sie hat. Und, ja. Und da kommt schon Anti-Z, wie ich gesagt habe. Auf Scroll, ne? Ja, mach ruhig. Auf Scroll kannst du ruhig machen. Kaputt! Und wieder gegumpladet. Bams. Mit seiner Kanone trifft er. Und ein weiteres Antizettel. Und wie man schnell schön den Ausschnitt der Hexe zu sehen bekommt. Seht ihr, der Typ, die verschwendet einfach nur ihre Runden mit Antizett einzusetzen. Während ich sie mit Squall hier verprügeln kann. So, hier sind wir in Ohr, ich hau wieder einen Karfunkel drauf. Gut. Verfluchte Seeds. War's das? Ja, das war's. Ging ja wieder ziemlich schnell. Na, mein Scroll ist ja auch ziemlich overpowered. Obwohl ich noch immer die ersten Waffen war. Da. Und die Hexe. Was macht sie jetzt? Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Sie zaubert zur Eissperre. Au. Au. Das hat sicher wehgetan. Scheiß Hexe. Aber gut getroffen, muss ich sagen. Okay, das Spiel ist vorbei, wir sind tot. Game over. Ah nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es ist wirklich etwas vorbei, denke ich. Denn... Ja, die Disc 1 ist vorbei. Und... Nicht nur das ist vorbei, auch der Part ist vorbei. Denn hier beende ich jetzt den Part und beim nächsten Mal geht's dann auf CD2 weiter. Freut euch drauf, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.